Grüß dich, schön dich zu sehen. Pizzateig, Tomatensauce, Mozzarella. Bekanntlich gibt das eine herrliche Pizza. Daraus kann man aber auch herrliche und einfaches Fingerfood machen. Wir machen heute zusammen Pizzastangen. Für deine Pizzastangen nimmst du einen Pizzateig. Das kann ein selbstgemachter sein, wie dieser hier zum Beispiel. Oder ein fertig ausgewählter, den du in jedem Geschäft kaufen kannst. Er sollte dann halt einfach rechteckig sein. Unser selbstgemachter Pizzateig, den rollen wir jetzt zu einem Rechteck aus. Schön lang ausrollen, nicht allzu breit, denn wir schneiden nachher die Stangen so und sie werden dann eingerollt. Das reicht schon, aber schön lang, weil wir werden nur die Hälfte dieses Teiges verbrauchen. Ein bisschen lockern. Einmal kurz in die Mitte zusammenlegen, damit wir wissen, wo die Mitte ist. So, wir werden nur diese Seite jetzt verarbeiten. Wie normal auf jede Pizza gibst du nun Tomatensauce darauf. Allgemein bei den ganzen Beilagen, schau, dass du nicht zu viel nimmst. Sonst wird es matschig, du kannst sie nicht gut verarbeiten und es wird einfach zu groß und zu schwer, gell? Einfach nur dünn, wenig nehmen. Dann verteilen wir Mozzarella. Das kann fertig geriebener sein oder aus einem ganzen Stück ein bisschen reiben. Auch hier nicht allzu viel. Schön verteilen ein bisschen überall. Fein geschnittener Schinken. Schinken kommt immer gut an. Und zum Schluss habe ich noch ein bisschen gebratener Speck. Dann nimmst du die zweite Hälfte des Pizzateigs und deckst den Pizza zu, was du jetzt belegt hast. Siehst du? Ein bisschen andrücken und dann nimmst du ein Pizzarädchen und schneidest Streifen 1-2 cm. Die Größe bestimmst du. Dann machst du ein Backblech bereit, dann nimmst du diese Stangen und drehst sie um. Also du zwirbelst sie, und zwar von beiden Seiten. Und wenn du nicht zu viel wie hineingemacht hast, wie der Guido, geht das viel, viel einfacher als beim Guido. Und es gibt nicht so eine große Sauerei. Gleich aufs Backblech legen. So drehen wir jedes Stück Teig, das wir hier geschnitten haben, ineinander hinein. Siehst du, wie ein Zwirbelbrot, das wir neulich gemacht haben. Nun lasse ich diese Teigstücke noch ungefähr 15-20 Minuten liegen, damit es ein bisschen aufgehen kann. Backofen vorheizen auf 220 Grad Umluft. Ober- und Unterhitze muss ungefähr 10 Grad mehr rechnen und dann backe ich sie so rund 20-25 Minuten. Schau mal, und so sehen sie dann fertig gebacken aus. Der Käse ist ein bisschen rausgelaufen, spielt keine Rolle, das ist ja knusprig. Die kannst du jetzt heiß, warm oder kalt essen, von Hand oder Messer und Gabel. Wir lieben diese Pizzastangen, vor allem meine Jungs, die sind so handlich, du kannst sie in die Hände nehmen und eben Fingerfood. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bitte bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao.